Oh Gott! Und willkommen zurück zu einem neuen Zombie Versus. Wir spielen heute Defy Gravity. Ein Spiel, was ich in meiner Steam-Bibliothek gefunden habe. Ich habe mich auch nicht informiert, was dieses Spiel ist. Es sah einfach so aus, du willst gespielt werden. Yes, ich will ein neues Spiel. Ich hatte gerade eine Testaufnahme, aber ich habe nicht wirklich gespielt. So, M Gravity Gun. Boah, das wird wahrscheinlich das sein. W, Jump oder Space. Und dass ich mit A und D zur Seite laufe, wird mir nicht gesagt. Gut, Press W oder Spacebar für Multi-Jump. Hier, Jetpack loads in Mid-Air, so you can jump repeatedly. Ich sehe schon. Hold down the left mouse to fire. Release the left mouse to create a graph line. Ah, guck mal. Süß. You're out of graph rails. You can fire to each type in the air. Ah, mit Q mache ich es dann kaputt. Ah, okay. Oh. Oh. Das habe ich gar nicht gesehen. Hold down the mouse button to fire. Ach so. Ich muss dann auch im richtigen Zeitpunkt loslassen, okay. Ja, das ging. Anti-Wells repel objects. Hold down. Hold the right mouse button to fire. Also das drückt mich weg. Jo. Cool. Kann ich nicht trotzdem einfach so machen? Doch, kann ich. Hold Shift or Tab S to activate your Gravity Shield. Okay. Whatever. Müssen diese vorgegebenen Kreise sein, damit ich komplett weiß, was ich mache? Ah, guck mal. You can jump on these enemies. Oder ich kann einfach drüber gehen. These gold enemies are affected by your gravity wells. Scotables you encounter are affected by wells. Okay. Ich bin auch von der Gravitation beeinflusst. Oh Gott. Es ist eine lustige Idee an sich. Wir haben wenigstens Basic Training abgeschlossen. Gut. Story hat das Spiel zwar keine, aber hey. Was bist du denn? Achso, du schießt neue Plattform. Ich sehe bisher aber noch keinerlei Schwierigkeitsgrad da drin, dem Zeug auszuweichen. Ihr Stacheldinger tut mir doch bestimmt weh. Aber egal, ich bin schon durch. Hahaha. Okay. Okay. Ach, da unten ist auch Laser. Optala. Sollte man. Mensch, diese Laser heutzutage sieht man echt gar nicht mehr. Okay, ich bewege mich nur noch in Portalen fort. Oder mit ein schönes kleines Schwerkraftspiel zumindest. Es hat ungefähr das Verhalten, was ich erwartet habe, aber es ist doch ganz lustig gehalten. So, warum soll ich das machen? Achso, um die wegzudrücken, natürlich. Ah, okay, ihr werdet also auch von den Teilen angezogen. Ich weiß gar nicht, ob du mir das gefallen möchte. Aber ich gehe einfach mal raus hier aus dem Level. So. Oh nein, ich habe mein Antigravitationsschild an. Hahaha. Das war das Falsche. Ich möchte bitte da in der Ecke. So. Nochmal so. Alter. Ich
tue mich hier schwer. Ja, das ist... Ich muss mich höchst konzentrieren. Pam. Einfach Jump Skills hier. Ich brauche die Plattform gar nicht. Ich mache einfach so immer. Pam. Ich fliege hier einfach überall drüber. Oh. Das hat da einfach ein rotes, oranges Portal erschaffen. Da, da habe ich... Da cheat ich mich durch das Level. Tada! Oh. Okay, da darf ich scheinbar noch nicht hin. Ach so, ich muss erst den Knopf drücken. So. Ich brauche keine Plattform. Ich gehe einfach die Wand hoch. Gravity Appearance. Ich glaube, wir schaffen es sogar, das Spiel durchzuspielen, wenn wir uns so ein bisschen beeilen. Einfach zwischendrin immer auf den Plattformen landen, dann darf ich ganz viele neue solche Dinger schießen. So. Nein! Sind mir ausgegangen. Okay, ich muss, ich darf sie also möglichst spät platzieren. Aber ich brauche den, ich muss sie aber wirklich erst am Ende des Sprungs platzieren. Weil ich brauche dieses Jetpack. Was war das denn für eine Landung? Darf sie schon knapp unter mir platzieren, Spiel. Ah, jetzt hat mich der Enemy getötet, oh nein. Auch gerade hatte ich das so schön raus, wie das geht. Also. Doch, das war... Ich muss mal den linken auch mit benutzen. Dann könnte ich mich wahrscheinlich perfekt durch die Luft bewegen. So, dem hüpfen wir auf den Kopf und töten ihn. Fertig. Wir sind die super mega Weltronauten. So, so. Waren das Shurikens? Waren das Shurikens? Warte, wenn ich mich beeile, kann ich den ersten Shurikens entkommen. Ich muss nur ordentlich zielen. Alter. Okay. Irgendwann kommen wir noch darüber. So, erster. Zweiter. Ah, der schießt orange Shurikens. Die kann ich also ablenken beim zweiten. Okay, da habe ich sogar eine Idee. Hüpfen wir doch einfach mal darüber und dann machen wir so. Da geht es trotzdem in mich rein. Achso, was mich reingezogen hat, natürlich. So. Wie habe ich das... Hä? Okay, teleportiere mich einfach weiter, wenn ich zu oft sterbe. Kein Ding. So. Nein. Mit diesen Checkpoints alle drei... Wenn die Checkpoints alle 3 Zentimeter sind in einem Spiel, dann ist das Spiel keine Herausforderung mehr. Dann denkt man sich das so, oh, mein Gott, tot. Wo ist das Problem? Ich fange eh wieder genau beim nächsten an. So lange kann ich so oft sterben, wie ich will. Oh. So. Erstmal das Gravitationsschild von uns ausmachen. Jetzt kommt nochmal so eine Tutorial-Kugel, wirklich. Weil ich hier auch nicht weiterkomme, oder? Wir ignorieren es einfach und gehen weiter und machen hier lieber so unseren Moonman Dance. Das war schlecht. Ich habe aber eine Idee. Ich push die einfach alle da. Und zieh die alle da in die Ecke rein. Und alle irgendwie schön nach oben auf jeden Fall. So, dann nerven sie mich nicht. Ihr fliegt eh gerade alle schön rum. Soll mir sowas von egal sein. Ha! Ich hab ein Antigravitationsschild. Hier, ich schieß noch mehr von denen dahin. Boop. Gut,
gut geschafft. An sich vom Grafischen her ist es natürlich nichts Besonderes, das Spiel. Das sieht man schon mal. Aber ich muss sagen, diese Rumspielerei mit diesem Gravitationsstrahl macht ein wenig Spaß. Auch wenn ich mir ein bisschen mehr wünschen würde, dieser Strahl wäre nicht so äußerst effektiv, wie er sich hier gerade verhält. Ich meine, ich könnte, glaube ich, wenn ich mich gut anstelle, sogar ohne diese Plattform das Level fast schaffen, wenn nicht überall diese Laserstrahlen wären. Die sind nicht mal überall. Also ich kann es wirklich versuchen. Oh, Moment. Kann ich nicht. Ich darf mein Schild nämlich nicht hier ausschalten. Unbegründet natürlich. Einfach damit ich wahrscheinlich nicht Spaß habe und das Level auf meine Weise löse. Kann ich denn das auch wagen, Level auf meine Weise zu lösen? Es kommen hier noch Gegner, die mich verfolgen. Ich glaub's auch. Aua. Zack. Naja, die Plattform wird natürlich auch weggeschoben. Hätte man ja erwarten können. Kaum nervig. So, einfach Hyperspeed hier durch. Ich habe gerade gar keine Lust mehr auf eine Plattform. Die wird schon angeflogen kommen. Oder auch nicht. Da ist er doch. So, liebe Plattform, auf geht's. Da verlangt Bein mal die Hilfe von seiner Plattform und dann tötet sie einen. Boop, boop, boop. Nur weil ich mein komisches Zeug nicht benutzen darf. Meine Abstoßkugel da und weil ich dieses Schild dauerhaft aktiv habe. Nicht mehr? Okay. Ach komm, das geht besser. So. Da brauche ich gar nichts. Brauche ich die? Brauche ich die? Frage ich mich immer noch, was die. Also sowas kenne ich unter Flash-Spielen, wirklich, aber ich frage mich, wie so ein Spiel das auf Steam geschafft hat. Naja. So, habe ich mich gerade noch gerettet. So. Bup und durch. Gravity Warrior. Wir haben es wirklich gleich durch, glaube ich. Jo, komm nur mit neuen Tutorials an. So, nachdem wir das halbe Spiel durchgespielt haben. Gut, ich habe in den Gegner reingelenkt. Das war meine Schuld. So, ein Glück, dass wir immer noch dieses Jetpack haben. Dieses Jetpack. So. Ich mag die Teile nicht. Okay. Die Abstoßgravitation ist scheinbar nicht so stark, dass sie mich abstoßen kann, wenn ich. Nein, ich hab reingelenkt. So. Aber wieso kommen hier nochmal diese Tutorial-Kreise? Also. Schau Level-Time, nö. Kann man nicht ausstellen. Warum? So, like, hier, das Spiel ist zu schwer, du musst das und das machen. Also, nach den ersten Leveln, wüsste ich nicht, dass ich irgendwie die Hälfte der Achievements schon hab. 3 von 8. Schau mal, wie viele es noch gibt. Ja, es gibt da noch ein paar Schwierigkeitsgruppen, die auch diese... Achievements sind auch so toll. A, W, M,
GME? Fragezeichen 1. Aber hey, was soll's. Wir spielen das noch ein bisschen. Einfach weil ich gerade, ist gerade schön am Morgen. Kann sich doch nichts Schöneres vorstellen, als das Ding da zu spielen. Hui. Da töte ich mich gleich selber vor Freude. Ah, die fahren auch in den Tod. Ist aber nicht sehr nett von dieser Plattform. Der hat mich... Ich finde es auch irgendwie komisch, dass ich die eine Art von Plattform Ah, guck mal. Die kommen wir gar nicht. Dass ich die eine Art von Plattform zerstören darf und die andere irgendwie nicht. Spielen wir Space Tennis mit diesem komischen Klumpen. Yay. So, ups. Oh nein, ich habe es geschafft. Bis zum nächsten Achievement würde ich sagen, machen wir noch. Hey, komm her. Ich muss hoch. So, komm mit, Plattformies. Miau. Warum auch immer ich hier gerade 5000 Plattformen mitnehme, die durch alle Objekte durchschweben können. Oh, jetzt noch grüne. Hey, alle Farben kommen mit. Party hard. Oh, die grünen lösen sich nach einer Weile auf. Okay. Ich wäre schon froh, wenn sie mich nach einer Weile in Ruhe lassen würden. So. Oh nein. Oh nein. Das Böse, es verfolgt mich. Ich werde niemals überleben können. Der Laserstrahl auf Doom wird uns alle töten. Oh nein. Ich mache mich nicht über dieses Aua-Spiel lustig. Warum fange ich voran, wo ich nie war? Oh. Ach komm, das kann doch keine Herausforderung sein. Die platzieren hier zwar mühevoll überall Plattformen, aber man kann das doch alles umgehen mit der Waffe. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich meine Schüsse aufladen, wenn ich nicht auf den Kopf von einem Gegner springe. Na, ja, tun sie auch. Hi. Levelende. Master Gravity Mancer. Gravity Mancer von Necromancer? Okay. Only the 12 Master Gravity Mancer have ever decided to deep into the gauntlet. Beyond this point, things get much more difficult. Prepare yourself for the challenge ahead. Okay. Vielleicht fängt das Spiel jetzt an. Moment mal. Ich möchte bitte sterben. Weil ich mein S-Schild wieder nicht ausschalten kann. Ah ja, ich habe auch eine Schildimmunität. Okay, dann muss ich... Okay, ich finde es jetzt nicht unbedingt schwerer, aber es sieht schon mal nach was Richtigem aus. So, jetzt fangen wir einfach mal an. Jetzt hüpfen wir hier mal mit. Ich kann nur noch selber Portale schießen. Ich gehe mal AFK. So. So soll es aber eigentlich gehen. Auch ohne Portal eben. So. Das ist lustig. Solche Aufgaben hätte ich mir von Anfang an eigentlich mehr gewünscht.
Okay. Ich glaube, ich möchte sie eigentlich nur einmal umlenken. Okay, vielleicht nochmal. Oder auch nicht. Nein, man möchte sie nur einmal umleiten. Okay. So, 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 so. Ich muss warten, bis es sich ganz, ganz langsam voranarbeitet. Dann habe ich nämlich eine schön perfekte Brücke. Haha. Oh mein Gott, der Krieg. Warte, lass einfach die alten Dinger erstmal verschwinden. Achso, ich bin wieder bei den alten Dingern. Es ist dem Spiel scheinbar egal, dass ich die alten nicht mehr haben möchte. Geht weg. Was? Nein, da wollte ich nicht hinschießen. Ah, ist zu nah. Nein. Alter. Geht weg von mir. So kann ich mir vorstellen, aber das ist eigentlich zu hoch. Ach. Kaum wird schwer, kann er das Spiel nicht mehr mal vorher rumlästern. Es ist nicht schwer, es ist teils mehr nervig. Aber gut. Wenigstens mal nicht mehr so easy peasy durchgehüpfe. Nein. Und warum setzt das Spiel normalerweise an jeder verschissenen Stelle alle 3 cm ein Checkpoint? Außer hier. Was sind das eigentlich für Enemies, wenn die einfach nur aus so einem Ding rauskommen und ich kann draufhüpfen? Nee, ist viel zu hoch. Ich müsste irgendwie sowas schaffen, was sie nicht im Kreis dreht. So wird es ja nur so ein Buh-Karussell. Jetzt geht das eine Viech da unter mich. Ey. Hi, ich bin Zombie und ich spiele heute Gravity Bone. Ne, Gravity Bone ist ein anderes Spiel. Defy Gravity, glaube ich. Besiege Schwerelosigkeit, keine Ahnung. Today my target is to survive this shit. Oh Gott. So, komm. Jetzt machen wir einen hier. Die Teile gehen ja, weil sie gerade rauskommen. Und die anderen fliegen schon schräg. Und deswegen kann ich die nicht umlenken. So, geht mal weg hier. Außer vielleicht so. Halleluja! Wir sind die Gravity Masters of Mastery. Ah, wir dürfen uns wieder wegstoßen. Schön. Wenn wir uns anfangen dürfen wegzustoßen, habe ich schon wieder verlernt, wie es geht. So. Das ist simpel. Campen, bis wieder so ein Ding kommt und dann können wir wieder mit den Kugeln arbeiten. So. Ich glaube, sie haben jetzt mittlerweile irgendwie so gedacht, ach, bis zu dem Punkt spielt eh keiner das Spiel. Wir machen das jetzt einfach 5-mal so schwer. Also von Schwierigkeitsanstieg wissen diese Entwickler nicht viel.
wir es nur schwierig machen. War ich irgendwo drin? Ich habe eigentlich nichts gesehen. Aber hey. Die Fall Gravity. Ist doch irgendwie jedes Mal anders getimed. Das war meine eigene Schuld. Wenn ich das so schnell mache, dann könnte das hinhauen. So, jetzt dahin. So, nochmal, komm. Speedrun hier. Ah, komm. Ich muss das früher losschicken. Das war schon fast richtig. Nein, da hat wieder irgendwas Nicht-Existentes diese Stacheln berührt. Ach komm, ich war doch oben. Vielleicht sollte ich mich einfach mal mit so einer Kugel an die Decke saugen. Niemals. Okay, doch. Ich wollte eigentlich, aber der Raummann sagte nö. So. Jetzt warten wir auch nochmal, bis diese Plattform wieder beide nach... Weg, einfach weg. Ihr seid da 10 Jahre drüben. Komm, einfach so. Fertig. Ja. Gut, 5 Ninja-Dinger. Die ich ja eh so über alles liebe. Hier, Soldat, wir geben dir eine Gravitationskanone. Es gehört euch und versuch einfach nicht zu sterben. Die Farben Blau und Orange haben wir nicht von Portal abgeguckt. Das sind die allgemeinen Portalfarben, das weiß jeder, steht im Buch der Portale. Jetzt wird das neue Portal. Ich sehe schon, Defy Gravity 2. Mit dem Space Core im Hintergrund. Wird von Wave 11 aufgekauft. Aua, Hilfe! Ich habe ja hier gerade wesentlich zu viel Spaß an diesem Spiel. So ein bisschen. Aber hey, ich habe ja sonst nichts zu tun, ne? Ich sollte mich... Ich werde zum Decken-Ninja. Ich klebe jetzt einfach gleich an der Decke entlang. Was war das denn? Wo habe ich denn die Kugel hingeschossen? So, komm, hoch. Einfach panisch rechts, links klicken. Hilft immer. Jetzt hör doch auf runterzufallen wie so ein Stück Stein im Weltraum. Wir sind im Weltraum. Ich habe noch nie sowas so schnell runterfallen gesehen im Weltraum. Sowas nennt man Schwerelosigkeit. Das ist, diese Plattform da unten hat eine Erdanziehung wie sonst was. Ach komm. Hör auf, durch deine eigene Gravitation durchzufallen. Jetzt hänge ich mich da direkt rein. Diese zwei kleinen Wurfstände, die kommen immer so perfekt, dass sie einen töten, ne? Wieso fliegt überhaupt durchs Weltall irgendwas, was Wurfsterne schießt? Wieso muss ich mich das überhaupt fragen? So, auf. Hey. Das war gut. Das war immer noch gut. Ich bin ungeduldig. Das letzte war jetzt das einfachste. Okay. Warum auch immer. Och, jetzt fährt die auch noch. Ich dachte, jetzt kommt mal was Schönes. Es wird mir nicht mehr gesagt, was ich tun muss.
Aha, okay, ich sehe schon das Prinzip des Levels. Bleibe auf der Plattform, der Plattform, der Plattform. Ich mache den Plattformtanz. So. Da schaffe ich nicht mal die einfachsten Aufgaben. Nicht mal die einfachsten Aufgaben. Oh. Jetzt macht mich das Spiel aber fertig. So simpel. Haha. Skylor. Plattform, hol mich ab. Danke. Komm auch eh gleich wieder von irgendwo diese komischen Marshmallow-Dinger. Oh nein. Hindernisse. Ich weiß, dass die Plattform eh jetzt hier links, rechts am Rand da durchfahren wird. Ich bin so ein guter Level-Designer, dass ich das schon weiß. Wer hätte damit gerechnet? Wer hätte damit gerechnet, dass ich sterbe? Obwohl die Plattform schon durch ist. Ich nicht. Aber hey. Wir haben ja die 5000 Jahre Zeit. Ups. Oh nein, es ist so kniefällig. Tue mich also hier nicht sonderlich schwer. Ups. Dups. Geschafft. Komm, ich will noch das nächste Achievement. Das können wir am Stück durchspielen, das Spiel. Ah, die Plattform kommt da nicht durch. Cool. Ach, und nichts anderes auch. Okay. Ja, genau. Ich glaube, den Herren Entwicklern war langweilig. Ich habe wieder so ein Schild um mich rum, dass ich mit diesen Plattformen arbeiten muss. Das Schöne ist ja, das Nervigste kommt zuerst, wenigstens. Nein, wirklich, das ist das Nervigste. Okay, ich muss mich also auch noch mit der Plattform rüberziehen. Wie soll ich denn da... Also wenn ich Geschwindigkeit schon habe und dann da durchhüpfe, das geht ja. Aber jetzt halt noch mit diesen Kack-Wurfsternen an meinem Arsch da durchklettern. Wer hat sich das ausgedacht? So. Hallo Tür. Tschüss Tür. Ja, wir packen das schon. Na, guck mal, das ist wirklich das Level. Okay, muss man ein weites Stück überwinden. Dann machen wir das doch so. Hui. Das ist gar nicht so einfach.
Also, da kann ich mich, glaube ich, sterben lassen. Ohne gebannt, ohne mir Gedanken zu machen. So. Okay, Steuerung, mach einfach mal gar nichts. Nehme ich auch gerne hin. Haha. Grandmaster Gravity Mancer. Ich habe keine Lust mehr. Gut, das war's von diesem Spiel. Wer sich noch die anderen Ränge erspielen möchte, erneut laden. Der Gravity Emperor oder The True Challenge has just begun oder die One oder so, kannst du als Videoantwort posten, wenn er möchte. Ich habe keine Lust mehr auf dieses wundervolle Spiel. Ich hoffe, vielleicht gefällt es ja ein paar Leuten. Vielleicht wollen ein paar Leute es sich selber kaufen. Vielleicht wollen es ein paar Leute einfach mal spielen. Kostet auf Steam, ich habe keine Ahnung wie viel, wird in der Beschreibung stehen, könnt ihr gerne nachgucken. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Zombie vs. nicht mehr so ein Spiel.